Ja, Moment Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Ripley unterwegs und wir haben diesmal kein Randomizer-Setup dabei. Bestärkung, Befreiung, wir schaffen das. Und Adrenalin, das sind die Fähigkeiten, die wir am Start haben. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Let's go. Die Lampkin Lane, Leute. Okay. Dann mal direkt rein hier. Da sehen meine Augen doch schon den ersten Gen. Ah, Lemkin Lane. Wir müssen mal schauen, wie die Fenster so liegen. Aber es kann auch mal Abfuck sein für einen Killer. Ich sag's, wie es ist. Ich werde nicht gestalkt. Aber es ist der Misha, Leute. Der ist zu Hause. Becky, later. Macht ihr einen schönen Abend. Okay, das ging echt schnell. Der muss den ja die ganze Zeit schon gestalkt haben. Aber interessant, dass der jetzt an dem schon 3 gegangen ist. Weil den hatte er doch schon verletzt, oder nicht? Hat er jetzt so ein bisschen Zeit gewastet irgendwie. Oder? Dadurch, dass er jetzt quasi nicht einfach auf 99 geblieben ist. Aber ja gut, keine Ahnung. Vielleicht hat es zeitlich nicht gepasst, wer weiß. Wir waren ja nicht da. Kam mir nur ein bisschen merkwürdig vor. Wurde direkt abgehangen. Na gut. Okay, wir ziehen unseren Generator durch und dann schauen wir mal. Ja. Stufe 3 ist weg. Drüben, die sind am gleichen Gen. Das heißt, wird die andere Person. Ne, die ist auch am Gen. Ah, die ist hier bei mir. Moin. Ah, jetzt sind die anderen vom Generator weg, dann ist er da drüben. Gehen wir jetzt einfach mal von aus. Heilen können wir später noch. Was halt ganz nice wäre, wenn ich Befreiung nochmal aktivieren könnte, bevor ich selber an den Haken rankomme. Das heißt, wenn der Ace jetzt irgendwie erwischt werden sollte, Gott bewahre. Dann müsste ich eigentlich mal rübergehen. Der geht wieder Stufe 3. So, jetzt ET3. Macht doch den scheiß Gen jetzt erstmal fertig. Die sind da drüben. Gabriel. Wir ziehen durch jetzt. So, ihm fällt auch halt einfach irgendwie nach einer halben Stunde auf. Ja. Es wäre ganz nice, wenn ich mal geheilt werde. Jetzt wird wahrscheinlich die Mac aber wieder in der Nähe sein. Perfektes Szenario. Die Mac wird gesehen und wird weggejagt. Oh. Beinchen wackeln, Leute. Dann renne ich mal rüber, ne? Meine Stunde ist da. Hoffe ich. Ich hoffe, Mac rennt doch schön weg. Guten Tag, Ace. Bam, ich zeig mal eben hier, dass ich das da auch dabei habe. Der Misha kommt direkt zurück. Will auch wieder direkt Stalky Stalk. Jetzt ist die Frage, renne ich jetzt rüber zu dem Haus, wo ich schon fertig habe und guck mir mal die Fenster an oder ist das asozial? Stalk nicht mich, oder? Hä? Okay. Ich nicht gesehen. Ich glaube, er hat da aber irgendjemand anderen gesehen. So, welcher Generator wurde denn jetzt eben noch gemacht? Irgendwie auf der Straße. Das heißt, hier drin müsste doch auch noch einer sein, oder? Ich meine, der da vorne wurde irgendwo gemacht. Dann heul Moinsen und Dankeschön für 15 Monate übrigens. Willkommen im Stream. Nee. Hier muss ich ran. Okay, ich dachte erst, weil die Lichter hier leuchten, dachte ich irgendwie erst, hier wäre gar kein Generator. Na gut. Okay. Befreiung ist auch da. Notfalls, falls wir an Haken kommen, müssen die anderen
nichts zu machen. Am geilsten wäre natürlich, wenn ich es mir fürs Endgame aufbewahre. Boah, ich muss eigentlich so die Treppe hier im Blick haben. Ist da ein Fenster? Ja, okay. Ich muss hier eigentlich so schauen, ob irgendjemand durchs Treppenhaus hochkommt. Und dann muss ich direkt zum Fenster laufen. Aktuell ist aber Gabriel in der Jagd. Und die anderen beiden sind auch schon echt weit mit ihrem Gen. Das könnte jetzt irgendwie eine relativ entspannte Runde werden, wa? Ah. Huh. Ja. Nächster Gen ist fertig. Das war der, wo Micha eigentlich auch eben drauf zugesteuert hatte. Oh. Oh, er schmeißt sein Messer, aber er trifft nicht. Du bist kein Trickster, mein Freund. Okay, da vorne ist eine Palette. Okay, der ist echt schnell. Hat er Spiele mit deinem Essen? Der kam mir echt schnell vor. Ja, schade. Mein Generator oben ist schon relativ weit, Freunde. Wenn irgendjemand möchte. Er geht zu denen. Ich würde mir Deli sonst jetzt einfach holen. Und dann renne ich direkt zum Generator nach oben. Scheiß drauf. Oh, er hat ihn nicht zurückgesetzt. Gut zu wissen. Fuck my life. Oh. Diesmal schaffe ich es aber auf jeden Fall zu der Palette. Whoop. Mich kann er auf jeden Fall noch gut stalken, Leute. Und dann renne ich da lang. Oh, Adre. Leider wurde ich nicht hochgeheilt, weil Deli noch da war. Aber er hat die Jagd zumindest aufgegeben. Dann gehen wir jetzt zurück. Und versuchen, das Tor jetzt zu öffnen. Falls er kommt, oh, ist ein weiter Weg zu der Palette. Na gut, er hat da drüben auch noch den Gabriel. Scheiße. Der wäre tot. Aber zumindest sollte er es nicht zu mir rüber schaffen. Da vorne kommt er. Ich weiß nicht, ob er mich stalkt. Er hat auf jeden Fall in meine Richtung geguckt. Moin. Na gut, der ist jetzt leider tot. Wenn der Mac ja nochmal Angst machen. Ah, da kommt noch jemand. Dann lass aufmachen. Ja, GG, der arme Gabriel. Konnten wir nicht mehr wirklich was machen, glaube ich. Kommt er nochmal zum Stalken oder was? Jo. Moin. So. Tschüssi. Ah, herrlich. Bin gespannt auf sein Setup. Er kam mir echt so schnell vor, als er hinter mir her ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich das hinkriege. Hinter ihm war halt auch noch eine Palette, aber ich weiß nicht, ob ich gut an ihm vorbeigekommen wäre. Aber ich muss sagen, in dem Moment habe ich die auch nicht gesehen. GG. Da hat er mich ja doch noch jemanden erwischt, Leute. Aber hey, immerhin, wir sind rausgekommen. Was will man mehr? War auf jeden Fall eine sehr lustige Runde. Ich hoffe, ihr habt das auch so gesehen. Falls dem so ist, dann lasst doch auf jeden Fall gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Video. Haut rein.